Heute möchte ich euch begrüßen ohne Zitter, weil mir doch beschwerlich ist, sie immer wieder hin und her zu tragen aus verschiedenen Einsatzbereichen. So komme ich wenigstens auf eine vielleicht sehr interessante Impulssetzung. Ich habe überlegt, welche Schätze zum Advent für mich noch Bedeutung haben und vielleicht nicht ganz in der Erwartung von euch steht dieses kleine Buch, klein, aber sehr berühmt, der heiligen Gertrud, Gesandter der göttlichen Liebe. Es ist eines der ersten deutschsprachigen klassischen Literaturen und auch außerhalb des religiösen Kontextes sehr anerkannt. Es wäre viel zu diesem Buch zu sagen. Ich habe vor einiger langer Zeit einen wunderbaren Textausschnitt über den mir zum Advent passenden Absatz vertont. Und zwar möchte ich noch einmal erinnern, dieses Geheimnis der Sehnsucht, das den Christen auszeichnet in einer ganz anderen Ebene als vielleicht dies begründet ist in der Menschheitsgeschichte oder anderen Religionen. Denn unsere Sehnsucht ist begründet in diesem Kennen Gottes, in dieser Liebe, die durch Abstand und Verzicht oder durch Beschenktsein und Verlust sich charakterisiert. Das heißt, wir wissen, was wir ersehnen oder wir ahnen es immer mehr. Und das ist das große Geschenk, das ich heute an meinem Tauftag auch bezeugen möchte. Der Text also, wie gesagt, von der heiligen Gertrud von Helfta. Und das Motiv, das ich euch dazu gebe, ist hier auf dieser Serviette ein Hirsch. Der Hirsch, der das Lechzen, diesen Durst nach Erfüllung symbolisiert. O tausendfach begehrtes Gut, wann stillst du meiner Sehnsucht Glut? Wann bringst du mir mein einzig Heil? Wann wirst du Jesus mir zuteil? Komm, Vater, bester Fürst zugleich, an Glorie unermesslich reich. Brich voll hervor und säume nicht, o längst ersehntes sel'ges Licht. Besiegt von deiner Lieb und Huld, tilg unsere Übel jede Schuld und lass uns